Hier haben wir eine wirklich gute, durchdachte Display-Schutzabdeckung. In diesem Fall als Beispiel für die Nikon D60. Und ich werde die jetzt mal eben kurz hier auspacken und zeigen, wie man das an der Kamera befestigt. Die kommt so aus der Verpackung, die Schutzabdeckung. Da ist so eine Folie drumherum, die macht man einfach ab. Und dann entfernt man an der Kamera diesen kleinen Aufsatz des Suchers. Das habe ich hier schon mal vorbereitet. Ich mache es aber gerne nochmal dran. Also dieses Teil, was hier oben dran hängt, was also ein Pseudosucher ist. In der analogen Zeit waren das mal echte Sucher. Digital ist das irgendwie alles geschrumpft. Naja, Kopffaktor. Vielleicht auch im Sucher, wer weiß. Einfach abziehen. Und dann die Schutzabdeckung. So sieht sie aus. Mit dieser Seite oben an diese Vorrichtung anbringen und dann einfach reinschieben. Das ist etwas schwierig für mich hinter der Kamera. So, bis es einrastet. So sieht das Ganze dann befestigt aus. Also ich finde es persönlich besser als diese Folien. Zum einen, wenn hier was dran ist, ist das nicht so wahnsinnig schlimm. Man kann es einfach wieder abwischen. Und die Folien, dieses Rauffriemeln, das ist nicht so mein Ding. Dann ist hier hinten noch einmal für den Sucher, für diesen Aufsatz, damit dieses gummierte Teil da wieder raufkommt, hier auch nochmal so eine Einfassung. Da wird dann einfach der Suchervorsatz, der hier vorne gerade drauf gewesen ist, hinten nochmal auf dieser Schutzabdeckung befestigt. Der Vorteil ist im Prinzip eigentlich noch der, dass man jetzt halt noch ein bisschen mehr vom Gehäuse weg ist, wenn man mit dem Auge an der Kamera dran ist, am Sucher, als das vorher der Fall gewesen ist. Man hängt also mit dem Gesicht nicht immer direkt hier an dem Body hinten dran. Ja, ist eigentlich eine ganz gute Sache, finde ich. Wie gesagt, wenn man denn diese Folien bevorzugt, dann sollte man das tun. Ich persönlich finde diese Schutzabdeckung um einiges besser.